Das Set, was mich in der Schwert- und Schildzeit am meisten gebrochen hat, Leute, es ist soweit. Wir gehen heute noch ein letztes Mal rein in eine Top-Trainer-Box bzw. Elite-Trainer-Box von Evolving Skies. Die letzte Chance, den Turm, die Moonbryon zu ziehen. Und ich sag's es, wenn die heute hier nicht drin ist, dann werdet ihr sie auf jeden Fall bald sehen, weil spätestens dann werde ich sie mir kaufen. Und Leute, ich bin sehr gespannt. Das Set hat mich, aber auch viele andere, viele andere Leute gebrochen. Ich sage nur, Zero of Time, der jagt ja immer noch momentan täglich Rattle. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile bekommen hat, ist aber auf jeden Fall schon auf über 3000 Booster gekommen, um die Mumbrion zu fangen. Fangen, ja, quasi. Und ja, wir gehen da nochmal rein. Wir haben nochmal die schöne ETB. Ich habe ja, glaube ich, schon mal eine aufgemacht im Kanal. Und wir gucken nochmal, neben den ganzen anderen schönen Evolutions haben wir natürlich auch bestimmt die Moonbryon mit drin. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da hinten haben wir sie, relativ weit hinten. Tja, bei den Secret Rare Karten. Wir hatten sie ja schon mal einmal in der Hand in der japanischen Version aus dem Eevee Hero Box Break. Da hat es Georgie gezogen im First Pack Magic. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte nicht viel heute, muss ich ganz klar sagen. Deine ETBs und meine Erwartungshaltungen immer sehr, sehr gering. Wir haben die ETB ja schon mal gesehen. Wir haben hier keine Promo oder nichts drin. Von daher brauche ich euch nicht mehr viel zeigen, was drin ist. Das Wichtigste, neben den ganzen weißen Fluseln hier, wie ihr seht, oh je, das sieht aus, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster Packs von Evolving Skies. Ich lege die jetzt mal hier hin, dann sieht man die Booster, dann sieht man den Müll nicht so doll. Und wir gehen rein, Leute. First Pack Magic, wir haben hier das schöne Duraludon Artwork, eines meiner Lieblings-Pokémon. Wir machen hier natürlich nochmal einen Kartentrick zum Abschluss hier. Es wird, ich meine, ziemlich sicher das letzte Opening zu diesem Set sein. Also, da bin ich mir recht sicher, weil mittlerweile die Booster Packs, die kosten ja bis zu 10 Euro. Ich finde es so heftig. Ich habe selber noch 3 Displays da. Ich bin ehrlich, ich sag's wie es ist. Ich werde die wegtraden. Ich werde die wegtraden oder in ein paar Jahren nochmal ein Boxpack machen, wenn die Leute wirklich wollen. Aber ich finde es halt einfach eigentlich viel zu teuer. Dafür, dass die Pullrate in dem Set so schlecht ist. Und was ziehen wir aus dem ersten Booster schon mal ein? Kyurem, immerhin die erste Holo-Karte. So, wir müssen ja mit so ziemlich allem zufrieden sein, was wir kriegen. Also, wir lassen uns drauf ein. Ich habe das Ganze hier nochmal zum guten Kurs geschossen. Hier sehen wir schon die weiße Codekarte. Ich versuche mal, uns nicht zu spoilern lassen. Ich glaube, die Codekarte, obwohl, sagen die was? Weiß, schwarz? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Also, Kofuku, da habe ich nochmal zu einem fairen Preis eine ETB bekommen. Es sind, glaube ich, jetzt auch mittlerweile ausverkauft. Aber grundsätzlich schaut natürlich auch gerne bei Kofuku dabei. Da gibt es immer schöne Sachen rund ums Pokémon TCG und auch andere. Hier haben wir das Pumpkaboo, gefolgt von Ampharos. Ich habe gehört, da muss man Bauch streicheln. Ich weiß nicht, ob das nur Rattle macht oder auch andere. Soll Glück bringen oder auch nicht. Ich meine, wenn es Rattle macht und der schon bei 3000 Boostern ist, dann bringt es vielleicht kein Glück. Ich weiß nicht. Also, ja, sagen die Codekarten was aus? Schwarz oder weiß Rand? Ich weiß es nicht. Wir haben ein schönes Enteron. Single Strike Scroll of Fang Dragon. Oder Fang Dragon, weiß gar nicht. Passt gar nicht auf die Karte. Labibe. Wir haben das Swablu. Little Leo. Little, oh, Little Leo, Little Leo. Jinju. Dino. Wir haben das Bergmite und gefolgt von einem Milotic in Non-Holo. Ja, ihr seht, warum, ja, also ihr wisst, jetzt muss ich mal schauen, haben die alle im weißen Code? Ne, die haben, actually, es gibt schwarze und weiße Codes. Aber ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man dadurch gespoilert wird oder nicht. Ich weiß bei den TG-Sets, wie Astralglanz, strahlende Sterne und so weiter, da sagen die Codefarben was aus, die Codekarten, Randfarben. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Slughot. Petilil, Pikachu, sehr sweet, Pumpkaboo, Rufflet, es sind schöne Karten, muss man sagen. Auch das Altaria, wunderbares Artwork. Und dahinter haben wir Maximum Holo mit dem Lilligant oder der Lilligant. So, es ist nicht mehr für da. Die Hälfte ist durch, Leute. Und wir haben eine Holo-Karte gezogen. Durchatmen. So, ich schaue mal jetzt den Code gar nicht an, gar nichts. Und wir machen mit den Karten direkt. Und haben hier einmal Blitzenergie, Crystal Cave, Palpitoad, Shopping Center, Lillipup, Nickit, das ist ein tolles Artwork, muss man mal sagen, Bergmite, Rock'n'Roller, der Rock'n'Roller, Flabebe, Sharpedo und Seismitoad, wieder keine Holo, nicht mal eine Holo. Also wenn wir nur eine Holo aus einer Evolving Skies ETB holen, dann würde ich sagen, auch so ist das schon nicht so gut, aber dann bleibt es eben für mich persönlich das Schmutzset überhaupt.
Und ich meine damit nicht die tollen Karten, die da drin sind. Das Set hat wirklich richtig, richtig, richtig tolle Karten. Aber ich habe von den ganzen tollen Karten aus 9 Displays halt gerade mal eine gezogen. Und das war die Raikwasser Alternative Art und dann noch nicht mal die teure. Also es ist schon heftig. Drowsy in Reverse. Immerhin. Dracozolt in Formex. Okay, wir haben die erste Hitkarte. Dracozolt, finde ich ein ziemlich cooles Pokémon, ehrlich gesagt. Gefällt mir immer wieder. Ist irgendwie so ein dauerhaft lächelnder Drache. Also hier ist er nice. Immerhin mal eine Formex. Weiß nicht, ob die was wert ist. Ich würde es einblenden, wenn es so ist. Und wir haben noch 2 Booster, Leute. Eieiei. Also, kaum Hits gezogen. Dazu noch ein sehr verschmutztes Mousepad. Vielen Dank hierfür an dieser Stelle. Und vorletzter Booster. Ich meine, dass wir hier den Turm nicht rausziehen, das ist wahrscheinlich relativ selbstverständlich, ne? Baldur, Ursaring, Lothat, Sableye, Zubiris auf Deutsch, Teddy Ursa, Marie, wir haben das Zorua, Hydreigon, eigentlich ziemlich wohl Hydreigon, ziemlich cooles Artwork, geiles Pokémon. Und dahinter einmal nochmal Milotic. So, Leute, wir gehen rein ins letzte Booster. Hier ist leider wieder alles voll Dreck. Wie gesagt, egal ob wir hier den Turm heute ziehen oder nicht, ich verspreche euch, in den nächsten Melder-Videos, ich werde alles versuchen. Ich bin schon länger dran, muss ich sagen, an der Turmkarte, aber bis jetzt war es noch nicht so doll. Alles, was mir angeboten wurde, hatte entweder übelst viel Whitening, die Ecken waren nicht so doll und dafür, ich sag mal, die Karte, die meisten Leute wollen, hat 450, 500 Euro. Da würde ich schon gern eine möglichst perfekte Karte haben. Also die Turmjagd. Ist quasi offiziell eröffnet. Ich will sie haben. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mir die Karte erkaufen oder ertraden werde. Je nachdem, wie auch immer. Aber, außer wir ziehen sie jetzt. Dann brauchen wir sie nicht unbedingt. Aber ja, es muss halt schon eine schöne sein. Ne? Oder wenn sie halt irgendwie viel Whitening hat oder so, dann will ich nicht viel weit über 400 Euro gehen. Aber die meisten wollen es dafür halt nicht weggeben. So, vorletzte Karte ist das Slackoth. Und wir hören auf in dieser ETB mit dem Zoroark Holo. Und damit haben wir 2 holographische Karten uns gezogen. Eine VMAX-Karte, was halt jetzt nicht so prickelnd ist, aber irgendwie passt auch wieder zu dem Set. Leute, das war's mit Evolving Skies Drachenmantel. Ich glaube, wir werden nicht mehr viel sehen. Vielleicht nochmal für einzelne Booster, wenn wir nochmal irgendwelche Boxen aufmachen. Vielleicht machen wir nochmal UPCs aus. Und wie gesagt, schaut euch die nächsten Melde-Videos an. Ich bin mir relativ sicher, dass wir da die Mumbleon hoffentlich sehr, sehr bald sehen werden. Ich bin raus. Lasst ein Like und einen Kommentar, das sagt, wie euch das Set Evolving Skies gefällt. Und zwar inklusive der Pullrate. Jetzt nicht nur generell. Generell, die Karten sind schon sehr, sehr nice. Aber wenn man die Pullrate mit reinzieht, dann ist es für mich halt wirklich so mit eines der Schmutzsets. Obwohl es ja eigentlich das krasseste Set aus der Schwert- und Schildzeit ist. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.